So, dann gucken wir uns mal in diesem Raum zu Ende um. Nochmal ein Frostzauber zur Sicherheit. Oh, und Kräuter, die wir demnächst mal ein bisschen verballern könnten. Aber ich sollte nicht zu vorlaut sein. Irgendwann werden wir sie brauchen und wenn wir sie dann nicht haben, irks. Aua. Ja, schickes Erdbeben. Das müsste hier die Wand wieder aufmachen, genau. Dann können wir einfach hier nur noch ganz schnell raus. Wenn sie uns rauslassen. Jupp. Jetzt wieder hier in den Raum. Hallöchen, ist hier jemand? Nö. Gehen wir erst einmal zurück zum blauen Kristall. Ah, da hat einer Hunger. Dann ist mal ein Schneckenstück. So. Und öffnen mal mit den beiden und beschlüsseln die Türen hier. Und drücken die Schalter. Mal sehen, was passiert. Gespeichert haben wir ja gerade erst. Feuerpfeil. Speckwaff plus 1. Gut. Das macht einen Teleporter an. Jupp. Führt der uns hin? In ein neues Gebiet. Da ist auf jeden Fall schon mal wieder schon was Interessantes dahinter. Wahrscheinlich eine Schatzkammer. Und lass mich raten, der Hebel macht sich auf, oder? Ja, Treasure Store, Schatzkammer. Dafür fehlt uns aber der goldene Schlüssel. Ein Schild und ein Schädel. Ein Zauberstab und Ressourcen, also Kräuter, Flasche und so weiter. Und da geht es wahrscheinlich weiter. Und hier brauchen wir noch einen runden Schlüssel. Wo wir den herbekommen, weiß ich auch noch. Der müsste nämlich hier in dem letzten Abschnitt sein, den wir noch nicht erkundet haben. In den Hallen des Feuers. Und ich höre schon wieder eine Krabbe. Genau. Magiereingang. Ah ja. Ups, jetzt habe ich das da runtergeworfen. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber dann können wir ja gleich mal runtergucken. Und erst einmal den blauen Stein wieder einsammeln. Oh, Krexen. Ach, das Rezept für den Krankheitsheiltrank. Also eine Flasche, ein Heilkraut und ein Schleimball brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was ist in der Kiste? Ein Antidot und eine Lebenspotion. Okay. Also hier unten sind schon mal die freundlichen Krähen und auch so Blitzviecher. Ja, hallo.
Kannst ruhig noch einen Blitz spucken. Macht mir nichts aus. So. Hier ist eine Tür. Wie weiß Gott, wohin führt. Noch so eine Krähe. Und ja, Bueno hier hat ein Level up, aber. Erstmal will ich hier ein bisschen aufräumen. Genau. Das sieht interessant aus und auf der anderen Seite ist eine Blitzhexe schon wieder. So. Das war eine Blitzhexe. Und da ist schon wieder eine Schriftrolle. Über uns, wo die Sonne aufsteigt, Falle. Okay, also. Das hieß früher mal, glaube ich, Westmost Rätsel, aber. Lassen wir das mal. Was haben wir hier? Passantenhosen. Also Bauernhosen, die brauchen wir auch nicht unbedingt. Haben wir hier unten jetzt alles gesäubert? Sandalen. Sieht so aus. Oder auch nicht. So. Nächstes versuchen wir herauszufinden, wie wir in diese Tür kommen. Aber erst einmal Level up. 4 Punkte im Fistfighter. Und er 4 Punkte in Maces, kriegt er 5 mehr Health. Bringt zwar nicht so viel, aber das nächste bringt dann was in 2 Levels. So, er hat jetzt mal gucken, zu wem kann das Pendant jetzt gehen. Zu ihr hier, sie hat nämlich nur immer noch nur 48.000. Also kriegt sie mal das Pendant und sie kann die Knochenhalskette kriegen. Und sie hat Hunger. So. Jetzt gucken wir uns mal nach einem Knopf für diese Tür um. Ich nehme jetzt zwar mal nicht an, dass hier irgendwo der Knopf gleich zu finden ist. Wenn es überhaupt einen Knopf gibt. Aber sieht nicht so aus. Fackelhalterung, da haben wir die Fackel rausgenommen. Ah ja, genau, was ist hier? Tiefe Gruben sammeln Dinge. Okay. Ah, sehr schön. Dann würde ich sagen, springen wir da mal runter. Okay, was haben wir hier? Nichts. Nichts. Was zu essen, was er gleich essen kann. Das war nicht so gut, oder? Ach, das ist die Kammer hier. Gibt es eine Möglichkeit, das wieder zu öffnen? Ich hoffe mal. Ich höre einen Oger.
Und ich habe schon mal viel zu viele Bomben mit mir rum zu schleppen. So, dann geht mal halt das hier zu jemand anderem. Ja, das Ding kenne ich nämlich auch noch. Was macht erstmal der Knopf hier? Der macht hier wieder auf. Dann kommt hier mal der Pfeil drauf, dass das auch offen bleibt. Und dann gucken wir mal hier. Die sind mittlerweile ziemlich harmlos geworden. Vor allem, wenn es so wenige sind. So. Okay, was soll das hier sein? Das ist jetzt was Komisches. Erstmal die Kräuter einsammeln. Und wir kommen von hier aus nicht an das Ding ran. Jetzt müssten wir aber rankommen, oder? Ja. Und wenn wir jetzt die Fackel rausnehmen, bleibt das Ding zu, wenn wir sie da drauflegen. Das ist ein komisches Rätsel. Und der Ogre macht mich nervös. Ah, ja, gut. Plattenküros. Wiegt 16 Kilo. Bringt 12 Schutz. Da müssen wir andere Sachen hier bleiben. Der Sack mit Essen muss woanders hin. Das muss hier bleiben. Die müssen hier bleiben. Ein bisschen Essen zu ihr runter. Davon kann sie gleich mal was essen. Da müssen wir nachher ein bisschen umdisponieren, wie wir wieder oben sind. Aber nun wieder raus hier. Aber das will ich so nicht. Naja, immer wenn wir die Fackel rausnehmen, wird die Tür irgendwie resettet. Okay. Ach ja, und hier müssen wir wieder den Knopf drücken. Schwere Geburt. Aber ja, jetzt haben wir wenigstens schon mal das mit den tiefen Gruben hier gelöst. Gut. Springen wir wieder nach oben, würde ich sagen, weil ich habe so das Gefühl, dass wir hier noch mal runterfallen werden und dann kann ich ja mich noch mal nach einem Knopf für die Tür umgucken. Halt of Fire. Oh, viele Krabben. Zu viele Krabben. Aua.
Erstmal hier zumachen. Und Feuerbomben einsacken, die ja wieder viel zu schwer sind. Deswegen lasse ich mal ein paar Feuerbomben hier zurück. So. Und gehe schnell zurück zum blauen Kristall, mich heilen. Der ist ja gleich hier um die Ecke. So. Und dann geht's wieder zurück zu diesem Krabben. Dass die nichts zu essen droppen, sind ja immerhin Schalentiere. Aber ich glaube, das wäre zu einfach, wenn so gut wie alles essen droppt. Kampfbrokkolis, die zum Glück mittlerweile mit zwei Schlägen tot sind. Und meine Magierin hat ein Level-Up, sehe ich gerade. Das war schlecht reingesprungen. So. Dann kann ich hier mal schnell das Level abgeben. Na, vorher kurz raus hier. Level up. Sparecraft wollte ich, ja genau. Sehr schön. Und dann speichere ich mal wieder. Bis gleich.